Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wir haben in der Übungsfirma verschiedene Abteilungen, wie zum Beispiel die Warenwirtschaftsabteilung, das Sekretariat, Marketing oder Personal. Die Schüler bewerben sich dann auf eine dieser Abteilungen, arbeiten dann 3 bis 4 Monate in dieser Abteilung und dann erfolgt ein Wechsel, sodass die Schüler auch verschiedene Abteilungen kennenlernen. Ich persönlich finde die Übungsfirma cool, weil man vor allem selbst kreativ sein kann. So kann man sich entscheiden, welche Produkte man verkauft und wie der Katalog gestaltet wird. Das Beste an der Übungsfirma ist, dass wir unser theoretisches Wissen gleich an den praktischen Aufgaben anwenden können. Auch wenn ihr euch später mal im Unternehmen bewerben wollt, kommt es immer gut, wenn ihr die Übungsfirma gewählt habt. Und wenn ihr dann eingestellt seid, wisst ihr gleich, was eure Aufgaben sind und was ihr im Unternehmen zu tun habt und könnt so einen guten Eindruck hinterlassen. Im Gegensatz zum normalen Unterricht haben die Schüler in der Übungsfirma die Möglichkeit, sehr selbstständig in den Abteilungen zu arbeiten und das jeweilige Arbeitspensum untereinander aufzuteilen und zu bewältigen, um die Firma als Ganzes voranzubringen. Als Lehrer sind wir ein Ansprechpartner für Fragen aller Art, wenn Schüler Fragen zur Software haben, die wir dort benutzen. Letztlich obliegt es aber an den Schülern, eben selbstständig zu arbeiten. Zu der normalen Übungsfirmenarbeit gibt es auch noch immer wieder Projekte wie die Planung eines Messestandes oder das Organisieren eines Betriebsausflugs. Ihr könnt euch wieder umziehen.